tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Killians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Selfie vor. Selfie ist ein legendäres Pokémon ohne Entwicklungsstufen und hat einen Psychotyp, was ihm eine Schwäche gegen Unlicht, Käfer und Geist, eine Resistenz gegen Psycho und Kampf sowie eine fähigkeitsbedingte Immunität gegen Bodenattacken gibt. Bei Selfies Basiswerten stechen vor allem seine guten Defensivwerte hervor, jedoch sollte man auch nicht übersehen, dass es nebenbei mit 95 Initiative relativ schnell ist. Die EV verteilt man hier 252 in KP, 68 in Verteidigung und 188 in Spezialverteidigung, dazu ein kühnes Wesen, um die Verteidigung zu erhöhen und den Angriff zu senken. Als Attacken nimmt man Psychokinesisch, Marotzer, Donnerwelle und Tarnsteine. Psychokinesis ist eine Step-Attacke zum Draufhauen und macht bei Selfies immer noch durchschnittlichen Spezialangriff noch passablen Schaden. Schmarotzer ist eine zweite Attacke zum Draufhauen, mit der man den gegnerischen Angriffswert nutzt, wodurch Selfie gegen viele physische Angreifer noch ordentlich Schaden austeilen kann. Donnerwelle paralysiert den Gegner und halbiert somit dessen Initiative und sorgt dafür, dass er in 25% der Fälle nicht angreifen kann. Tarnsteine ist ein nützlicher Support-Move, der dem gegnerischen Team bei jedem Switch Schaden zufügt. Als Item nimmt man Überreste oder eine Citrubeere, um ein wenig Heilung für Selfie zu bekommen. Selfie ist ein solides Pokémon zum Leaden. Je nachdem, was vor ihm steht, kann er den Gegner paralysieren oder die Tarnsteine rauslegen und anschließend noch ein wenig draufhauen. Selfie auszuwechseln, nachdem die Steine liegen und der Gegner paralysiert ist, bringt nur was, wenn im gegnerischen Team ein Spinner ist und ihr die Tarnsteine eventuell erneut rauslegen wollt oder ihr im gegnerischen Team etwas seht, was ihr unbedingt paralysieren wollt. Wobei das wiederum nur Sinn macht, wenn Selfie beim Steinelegen kaum Schaden genommen hat, damit es auch einen weiteren Angriff von einem Gegner überlebt. Für Selfie findet sich generell in jedem Team ein Platz, in dem noch kein Tarnsteinleger ist. Nachdem die Steine liegen, bieten sich Setup-Sweeper an, da die Steine Robustheit und Fokusgurte brechen und somit ein weiteres Hindernis für einen erfolgreichen Sweep aus dem Weg geräumt ist. Das war's von meinem Selfie und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.